Lisa, es freut mich sehr, dass du heute hier für den Podcast dabei bist. Im richtigen Leben heisst du anders. Möchtest du dich gerade ein bisschen vorstellen? Ich gehe in die erste Sek und ich bin 13. Jetzt sagst du, ich gehe in die erste Sek und die Schule. Gibt es da so ein bisschen Sachen, wo du sagst, die Fächer gefallen mir besonders gut? Und welche wären das? Also es ist ziemlich unterschiedlich, weil irgendwie kann jedes Fach, finde ich, lesen. Da kommt auf die Lehrperson drauf an, wie man den Unterricht gestaltet. Zum Beispiel habe ich Musik jetzt mega gern, weil wir haben eine mega coole Lehrerin in Musik und wir tun da immer so als Band zusammen spielen und jeder kann ein bisschen das machen, was er Lust hat und gern macht und so. Das tönt auch ein bisschen so, wie wenn du generell gern lernst. Ja, kommt drauf an was. Was, dann gibt es ja vielleicht auch Sachen, die du besonders gerne lernst oder als Hobby verfolgst. Was sind denn das so für Sachen? Also ich würde sagen, an erster Stelle sind sicher mal so medizinische Themen. Ich interessiere mich mega für die. Ich kann nicht wirklich sagen, wie richtig. Und manchmal, also das ist ein bisschen anders, aber ich hätte gerne andere Sprachen reden, aber ich kann sie überhaupt nicht kennenlernen. Bei den medizinischen, wenn dich das so interessiert, was ist denn jetzt so im Moment gerade etwas, was besonders spannend ist für dich? Also so Sucht eigentlich, ja. Sucht oder Magersucht finde ich mega spannend gerade. Ich habe gehört über deine Mentorin Nora Keller, dass du in einem Mentorat bei ihr bist. Kannst du etwas über das Mentorat erzählen und was machen die im Moment gerade? Also erstmal, das ist mega cool. Und es ist eigentlich immer so, dass sie einmal in der Woche zu mir heimkommt für eine Stunde und dann schreibe ich ihr vorher, welches Thema das ich gerne mit ihr anschauen würde. Und meistens, oder bis jetzt war es eigentlich immer so, dass das auch geklappt hat und dass sie mir das Thema dann hat erklären konnte. Es ist dann eigentlich immer so, dass wir am Pult sitzen und sie hat ihren Laptop, wo sie alles kann nachlesen kann, falls sie sich bei etwas nicht ganz sicher ist. Oder so. Und, ich sitze aber dran und schreibe die Sachen auf, die wichtig sind für das Thema. Das letzte Mal, was für eine Frage hast du gehabt und was hast du erklärt bekommen? So Krebs angeschaut. So, ja. Und Chemo halt. Und dann tut es mir das eigentlich erklären. Und meistens fängt sie dann an und erzählt einfach irgendetwas also zu dem Thema, wo sie dann halt findet, dass es gut ist, wenn man dort anfängt. Und dann frage ich meistens dann, während sie es erklärt, noch irgendwelche Sachen. Wieso ist es denn so und was kann man denn machen und wie wäre es, wenn es so wäre und so. Und könntest du bezüglich Krebs, gibt es denn so ein bisschen vielleicht die drei wichtigsten Sachen, wo du das letzte Mal gedacht hast, die merke ich mir? Also was ich mir gemerkt habe, das ist bei der Chemo, dass das mega kompliziert ist und dass es halt etwas dass Primo mit der Zellmutation halt anschaut. Und dass man schaut, die sind halt immer so mutieren und sich wie kopieren. Und dann die Zellen sterben ja irgendwann auch und dann neue Zellen geben. Und dann tut man eigentlich dort schauen, bei der Chemo, dass man halt die Zelle, die Entwicklung kann ich vergessen, wie das heisst, dass man das stoppen oder dass man dass das nicht mehr stattfindet oder dass das falsch stattfindet. Weil wenn es falsch stattfindet, dann wird es, glaube ich, den Körper eben dann auch selber so abstoßen oder umbringen. Ja, so kann man dann den Krebs meistens stoppen. Aber es halt, also wenn du mega viel, also wenn du schon mega lange Krebs hast und du schon mega lange therapierst, dann spricht es meistens dann auch irgendwann nicht mehr richtig davon. Also das sind richtig spannende Aspekte, die ihr da euch damit auseinandersetzt.
Und da komme ich jetzt zur nächsten Frage. Die Wahl auf das Mentorat und eben Nora, sie ist Studentin in Medizin. Warum ist es zu dieser Wahl gekommen? Also es war eigentlich so, dass wir zu einer Psychologin gegangen sind. Mhm. Und wir haben dann dort halt so von ein bisschen erzählt, wie gerade so die aktuelle Lage der Schule ist und so. Und dass ich die meisten Sachen ein bisschen langweilig finde. Und sie hat dann wie gefunden, ich brauche etwas, wo ich gefordert wird und wo mich mega interessiert, damit ich auch viel Spass am Lernen kann haben und es mich nicht immer so anschießt und ich es langweilig finde. Und dann hat sie mich gefragt, was ich mich dann so interessiere und was mir, also was mir Spass würde machen, wenn ich etwas könnte lernen. Und nachher habe ich halt gesagt, mich medizinische Themen mega interessieren. Und nachher hat sie gesagt, ich kenne jemanden, der Medizin studiert und die würde das sicher machen. Und nachher hat sie uns vermittelt, also die Nummer von ihr gegeben. Dann haben wir sie gefragt, ob sie das Treffen hatte, ob sie das machen würde und so. Und sie hat ja gesagt. Und jetzt machen wir das. Und dann hast du gesagt, eben, dass es mich nicht mehr so anschießt und mir langweilig ist und ich wieder Freude bekomme. Und ist das jetzt so eingetroffen oder wie erlebst du das? Also es macht sicher mega Spass, das Lernen. Es ist ja nicht während der Schulzeit. Ich muss ehrlich sein, ich kann es mir irgendwie gar nicht so vorstellen, dass mir das Spass macht, so etwas lernen und dann auch nicht während der Schulzeit. Aber es macht mir wirklich Spass und es ist auch noch cool. Also das finde ich wirklich so ein Bonus, dass wenn man zum Beispiel in der Schule irgendjemand so darüber redet, zum Beispiel irgendwie Herzinfarkt oder so, das haben wir auch schon mal angeschaut, dass man dann einfach so Bescheid weiss oder so. Oder wenn irgendjemand sagt, ja, mein Grossvater ist jetzt letztens noch einen Schlaganfall gestorben, das kann, ich weiß genau, was passiert ist. Ja, du bist informiert. Cool. Ja, genau. Gibt es noch etwas, was du sagst, das würdest du mir auch noch gerne erzählen über das Mentorat? Mentorat sind mega cool. Und also ich finde, wenn man so eine Chance hat, um das zu machen oder so, dann sollte man es auch auf jeden Fall nutzen. Weil also, wenn einem das Thema interessiert und so, dann ist es eigentlich nur cool so. Und ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit hast. Total spannend, was du da alles erzählst über den Krebs und welche Informationen du da hast. Und schon ein bisschen eben auch, wenn du jetzt vielleicht wieder eine Erzählung von jemandem mitbekommst, auch ein bisschen weisst, um was es geht. Das ist richtig spannend. Danke vielmals.